Ja, und jetzt sind die meisten Stimmen ausgezählt und wir können uns schon mal dran machen, die Ergebnisse zu analysieren. Und das tut ein Mann für uns, der selbst mal einen Wahlkampf in den USA mitorganisiert hat, damals für Barack Obama, der Politikberater Julius van der Laar. Schönen guten Tag nach Berlin. Guten Tag. Wir müssen über Joe Biden reden. Noch vor einer Woche lag er ja politisch quasi am Boden. Jetzt ist er der große Gewinner dieses Super Tuesdays. Erleben wir da das politische Comeback des Jahres? Das Jahrzehnts vielleicht sogar. Joe Biden, Sie haben es gesagt, lag am Boden. Er hat immer schon gesagt, wenn ich mein Comeback machen werde, dann wird es in South Carolina mit den vielen Afroamerikanern, die dort wählen gehen und auch leben, beginnen. Und genau das hat er am vergangenen Samstag geschafft. Knapp 50% der Stimmen bekommen in South Carolina. Und ich glaube, genau das hat ihm auch das notwendige Momentum oder wie seine eigene Kampagne sagt, das Joe-Mentum gegeben, um jetzt natürlich auch das Medienecho zu bekommen, um wirklich auch am Super Tuesday abzuräumen. Und ich glaube, in vielerlei Hinsicht, zumindest im Vergleich zu den Erwartungen, mit denen er dort reingegangen ist, ist ihm wirklich das auch gelungen. Das bedeutet, Bernie Sanders ist jetzt nicht mehr der unangefochtene Spitzenreiter. Wie konnte das passieren? Na, erstmal muss man sagen, er ist immer noch in einem richtig, richtigen guten Zustand. Seine Kandidatur und seine Kampagne sind noch wirklich wohlauf. Sie haben Geld, sie haben auch weiterhin Delegiertenstimmen. Er gewinnt Kalifornien heute und nimmt auch somit wichtige Delegiertenstimmen mit auf den Weg zum Parteitag der Demokraten. Zur Erinnerung, man braucht 1.991 Delegiertenstimmen, um schlussendlich auch die Nominierung der Demokratischen Partei zu bekommen. Insofern, Bernie Sanders ist alles andere als abgeschrieben, aber ich glaube, und das ist wichtig, es wird jetzt nicht unbedingt leichter für ihn. Ja, die nächsten Bundesstaaten, die anstehen, sind auch wieder viele Südstaaten, in denen Joe Biden durchaus positiv abschneiden konnte. Unter anderem eben auch Florida, wo auch wieder 20% des Elektorats Afroamerikaner sind. Und nochmal, das sind genau die Zielgruppen, bei denen Joe Biden unheimlich gut punkten kann. Weit abgeschlagen ist der Mann, der das meiste Geld hat, der schon Unsummen in Wahlwerbung gesteckt hat und jetzt zum ersten Mal auch auf den Stimmzetteln stand, der frühere New Yorker Bürgermeister Bloomberg. Ist Geld im US-Präsidentschaftswahlkampf also doch nicht alles? Es ist bei Weitem nicht alles. Nochmal, wenn jemand über eine halbe Milliarde seines eigenen Gelds reinsteckt, die TV-Werbung im Endeffekt dominiert, soziale Medien wirklich dominiert mit bezahlter Werbung und dann plötzlich so ein Ergebnis einspielt, dann muss man sich natürlich schon fragen, was ist wirklich die Currency, also die Währung, die wirklich einen Ausschlag macht. Da haben wir ganz klar gesehen, Earned Media, also selber für Nachrichtenwerte zu sorgen, positive Berichterstattung, natürlich, wie gesagt, auch durch das Momentum aus South Carolina mitzunehmen in den Super Tuesday, ist das, was wirklich auch funktioniert hat in diesem Wahlkampf. Nichtsdestotrotz, man braucht eine Organisation, um in diesem Präsidentschaftswahlkampf bestehen zu bleiben. Und ich glaube, Joe Biden wird alles daran setzen, um jetzt selber auch Geld einzunehmen. Nur zur Erinnerung, in den 24 Stunden nach South Carolina konnte seine Kampagne $5 Millionen einnehmen mit Kleinstspenden. Ich bin wirklich gespannt, wenn wir uns in 24 Stunden wieder unterhalten, wie viel Geld dann wirklich auch in seine Kampagne reingespült wurde nach diesem doch wirklich positiven Wahlabend für Joe Biden. Das bedeutet, es läuft jetzt also alles auf ein Duell Biden und Sanders hin. Davon ist auszugehen. Ich glaube, die Demokraten haben im Endeffekt gelernt, was die Republikaner 2016 nicht geschafft haben. Damals, wir erinnern uns, unheimlich breites Feld. Viele Kandidaten sind wirklich lange im Rennen geblieben. Und am Schluss konnte sich Donald Trump, jemand, der wirklich eine extreme Position in diesem republikanischen Vorwahlkampf hatte, 2016 durchsetzen. Ich glaube, dadurch, dass Pete Buttigieg, Amy Klobuchar, natürlich auch Tom Steyer ausgeschieden sind, fokussiert sich jetzt auf die zwei Kandidaten. Und die große Frage ist, wird Elizabeth Warren drin bleiben? Ich kann es mir nicht vorstellen. Die zweite Frage ist, wie lange wird Mike Bloomberg noch festhalten? Oder nimmt er eben auch seine Milliarden und unterstützt schlussendlich den moderaten Kandidaten? Das wäre in dem Fall Joe Biden, der am besten noch seine Werte und seine Ideen auch reflektiert. Aber bei aller Konkurrenz und so spannend so ein Duell auch sein kann, der eigentliche Gegner der Demokraten, der sitzt ja im Weißen Haus, der heißt Donald Trump. Können es sich die Demokraten leisten, sich noch lange mit ihrem, ich sag mal, eigenen Machtkampf zu befassen? Ja, ich glaube, es ist essentiell für die Demokraten, dass sie jetzt schlussendlich auch schnell zu einem Ende kommen von diesem innerparteilichen Machtkampf. Ich kann mich noch genau erinnern, 2008, wie wichtig es war, dass natürlich Obama sich damals gegen Hillary Clinton durchgesetzt hat, aber vor allem, dass es ihm gelungen ist, die Partei zu vereinen. Das ist damals Hillary Clinton gegen Bernie Sanders nicht gelungen. Und das wird natürlich auch die große Frage sein. Wird Bernie Sanders lange in diesem Rennen bleiben? Wird Joe Biden lange in diesem Rennen sein? Oder kann es wirklich einer von beiden für sich ausmachen? Und vor allem, und das ist das
Zentrale, die andere Seite, egal welcher von beiden es wird, auch wirklich für sich mitnehmen und vor allem dann gemeinsam und united in diesen Wahlkampf zu gehen. Donald Trump, Sie haben es gerade gesagt, wartet auf der anderen Seite und freut sich jeden Tag und lacht sich ins Fäustchen, wenn die Demokraten weiterhin zerstritten bleiben. Insofern, nur eine vereinte Partei hat eine Chance, auch wirklich das Weiße Haus zurückzuerobern. Sagt der Politikberater Julius Vandela. Haben Sie vielen Dank für das Gespräch. Danke Ihnen.